Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Ich befinde mich heute Morgen hier in Shangnau. Meine Wanderung führt mich jetzt hier hoch auf den Schallenberg und gehe nachher hier runter nach Eckiwil. Es wird eine ganz schöne Wanderung. So, jetzt ist oben ist Rebloch angeschrieben und das ist mein erstes Ziel für heute. So, jetzt starte ich in diesem schönen Dorf. Hier eine große Gaststätte und da geht es in den Kämmeriboden. Jetzt geht mein Wanderweg hier oben durch und von da oben hat man schon einen schönen Ausblick in die Bergwelt. Dort oben bei diesem Hof komme ich vorbei. Jetzt schon der erste steile Aufstieg. Eine Treppe. Ich muss heute ziemlich viel an Höhe gewinnen. Und es soll auch ein heißer Tag werden, über 30 Grad. Und ja, da lasse ich mich jetzt überraschen. So weiter da hoch. Einen Blick auf Shangnau runter. Und da geht es weiter hoch. Übrigens, der Beat Feutz, Skirennfahrer, Olympiasieger, Weltmeister, der kommt aus diesem Dorf da irgendwo, ist da aufgewachsen, diese Gemeinde. Jetzt befinde ich mich im Vorderscheidbach. Da oben einen schönen Ausblick ins Tal runter. Das da ist übrigens ein Altersheim mit einem Landwirtschaftsbetrieb angeschlossen. Ja, oh, die Blumen da oben, so schön. Jetzt bin ich wieder auf einem Wanderweg und habe auch schon wieder ein bisschen Höhe verloren. Es ist schon jetzt sehr heiß. Ich bin froh, dass ich da vorne ein bisschen in einen Wald reinkomme. Da noch ein Blick zurück, wo ich jetzt hergekommen bin.
Nicht weit von hier komme ich zu einer großen Sensation, zu einem Naturwunder. Da unten ist ja das sogenannte Rebloch. Das ist eine ganz enge Stelle, wo die Emme durchgeht. Und unter normalen Verhältnissen, wenn wenig Wasser ist, kann man dieses Rebloch auch durchqueren. Aber ich habe gehört, es sei momentan gesperrt wegen diesem großen Unwetter, das wir wieder hatten. Weil es hat wieder ziemlich viel Holz drin und da hat man keine Chance durchzukommen. Das ist so schön wieder da oben. Da sieht man schon auf die andere Seite rüber. Und noch ein bisschen rechts davon werde ich heute wieder aussteigen. Und da hier ganz unten, da ist die Emme. Und da hier einen Blick Richtung Chemery-Bodenbad. Da bin ich ja das letzte Mal runtergekommen. Da kommt eine Hütte zum Vorschein. So wie das aussieht, ist das ein Rastplatz. Und ich glaube auch fast, da könnte man übernachten. Ja, es ist ein Rastplatz. Da mache ich jetzt, glaube ich, eine Pause. Noch groß, diese Anlage. Und schaut euch mal diese Aussicht an da. In so einer wilden Gegend. Ist das nicht schön? So, jetzt bin ich wieder gestartet. Bin mich kurz verpflegt. Oh, diese Eiche. Ein uralter Baum. Da hat es noch ein paar Schafe. Die haben auch heiß. Da vorne sind sie am Schatten. Ja, jetzt muss ich dann diesen Hügel runter da. Da vorne gehen jetzt die beiden Wege auseinander. Ich werde jetzt da runtergehen. Und der andere Weg, wo ich auch noch mal mache, geht hier geradeaus. Ich zeige euch da noch die Signalisation. Das ist geradeaus nach Eckiwil, 2 Stunden 15. Und hier runter Süderen Oberei. Und ich gehe ja jetzt auf den Schallenberg. Da habe ich noch eine Stunde 35. Und da oben ist noch eine große Fluh. Ja, das ist ziemlich ein steiler Abstieg. Ein bisschen aufpassen mit dem Ausrutschen. Und ganz schmal.
Und da geht es doch gerade ziemlich steil in das Rebloch runter. Und übrigens auf der anderen Seite muss ich ja dann wieder hoch. Da gefällt es mir jetzt wieder besser. Ja, da geht es steil runter. Da wurde sogar ein Zaun hingemacht, damit da nicht runterfällt. Und dann ein bisschen weiter unten hat es eine große Nagelfluh. Und auch hier muss unterhalb schon eine Fluh sein. Und da oben ja auch. Und wie gesagt, da unten ist die Emme. Die hat hier ein Loch gegraben und fließt hier ja, durch diese enge Stelle. So, da nochmal ein Blick zurück und da sieht man unterhalb vom Weg auch diese Fluh. Ja, jetzt bin ich wieder auf eine Wiese gekommen und da ist ein ganz schmaler Weg, der da immer runter führt Richtung Emme. Und das muss ich ja dann auf der anderen Seite wieder alles hochsteigen, was ich jetzt da runter gehe. Ist nicht so ein guter Weg. Ist wahrscheinlich auch nicht so viel begangen. Vermute ich mal. Aber dafür die Umgebung umso romantischer. Viel Wald. Da bin ich jetzt übrigens runtergekommen. Da sieht man jetzt ganz runter zur Emme. Ist wirklich schmal. Und jetzt da unten gibt es ein Naturspektakel. Eine natürliche Brücke. Oh, da sieht man jetzt schön runter. Und da kann man durch
wandern. Natürlich kriegt man oft nasse Füße. Und das da hier ist die Naturbrücke. Und da unten sieht man jetzt das Holz, das es wieder zurückgestaut hat. Und aus diesem Grund kann man die Schlucht momentan nicht durchqueren. Das ist noch eine Beschreibung. Es ist gerade ein Stein runtergefallen. Da unten das viele, viele Holz und da ist es sehr, sehr tief, sehe ich auch gerade. Und solange das Holz unten ist, ist die Schlucht auch nicht begehbar. Liebe Wanderinnen und Wanderer, jetzt befinde ich mich ja gerade an einem ganz schönen Punkt auf einer Naturbrücke hier im Rebloch über der Emme. Ich habe eine ganz schöne Wanderung. Es ist ein bisschen anstrengend. Ich merke es jetzt auch, der Abstieg da. Man muss sich wirklich konzentrieren. So. Und jetzt fängt wieder der Aufstieg an. Es geht Richtung Schallenberg hoch. Oben werde ich dann wieder weiter informieren über meinen weiteren Verlauf der Wanderung. Ich wünsche gute Unterhaltung. Schaut einfach mal das Holz da unten. So viel ist stecken geblieben. Und nochmal einen Blick hier unter. So, und jetzt geht es hier hoch. Boah. Das ist wieder ein steiler Aufstieg. Boah. Aber der Abstieg hier runter hat sich gelohnt. Ja, da sieht man gar nicht mehr runter. Es geht immer noch hoch. Da kommt irgendwie auch noch so ein Graben runter. Und da brennt jetzt die Sonne doch schon recht runter. Oh, da geht es auch recht runter. Und da drüben sieht man auch wieder gut in die Schlucht runter. Das muss ein Lärm gewesen sein hier, wo das viele Wasser gekommen ist.
Da sieht man jetzt gut auf die andere Seite rüber, wo ich runtergekommen bin. Dort durch diesen kleinen Weg durch die Weide. Und oben bei diesem Haus geht der andere, breitere Weg durch. Den mache ich ja auch noch mal. Ja, da geht es wieder ziemlich steil bergauf. Bin, glaube ich, zwar schon bald wieder auf einem Boden. Übrigens, da wo ich unterwegs bin, das ist im Emmental. Alles im Kanton Bern. Und ich habe in nächster Zeit viele solche Aufstiege. Aus diesem Grund fahre ich zwischendurch nach Dänemark, wo alles schön oder fast alles flach ist. Jetzt komme ich in ein Moorgebiet, das Steinmösli. Das nach diesem ersten steilen Aufstieg. Und zum Glück wird es jetzt ein bisschen flacher, bevor ich dann diesen Hügel da vorne hoch muss. Oder ich muss ja nicht, ich will ja. Jetzt machen wir da noch einen Abstecher in dieses Moosgebiet rein. Früher hat es in dieser Umgebung noch viel öfter solche Gebiete gegeben, mit so einem Moor. Leider sind einfach viele verschwunden. Da hier ist ein schöner kleiner See. Es ist wirklich ein Naturparadies, so schön. Und das da hier vorne, das ist die Straße von Schangnau nach Eckiwil. Und jetzt geht es da irgendwie den Hügel hoch. Ich glaube, bei diesem Bauernhof dort oben komme ich vorbei. Da habe ich jetzt ein kleines Problem. Der Wegweiser zeigt nach da hinten und ich sehe absolut nicht, wo der Weg durchgeht. Ich bin jetzt, weil das Gras ja noch nicht so hoch ist, gehe ich jetzt halt hier durch. Sonst hätte ich einen Bogen gemacht. Da schon ziemlich Höhe erreicht. Da hier vorne, bei diesem Wegweiser, war ich jetzt auch nicht so sicher, wo ich durch muss. Und jetzt war ich wirklich auf die falsche Seite gegangen. Ich muss noch durch dieses Tor durch, da. Und dann da runter. Und auf diese Seite hoch. So, jetzt kommt es gut.
Ja, da habe ich schon eine schöne Aussicht wieder Richtung Kemmeriboden und da auf die andere Seite von der Emme. Dieses Gebiet werde ich ja dann auch noch erkundigen. So, jetzt geht es hier hoch. Bei dieser Hitze. Da ist ein blühendes Paradies mit verschiedenen Blumen. Eine Wildnis, eine Katzenstiele, aber da weiß ich den deutschen Namen nicht. Oh, ist doch einfach schön. Das ist jetzt mein offizieller Wanderweg. Der wird wahrscheinlich wirklich nicht mehr so oft begangen. Brennnessel dazwischen. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht brennt. Aber gekennzeichnet als Wanderweg ist er noch. Einblick Emmental abwärts. Da hier, über diesen Hügelzug da, werde ich nachher wandern. Und da weit unten ist schon wieder die Emme. Und ein Blick in die Berge rein. Von da bin ich jetzt gerade hergekommen und da hier durch dieses schöne Brücklein werde ich jetzt weiter wandern. Es ist recht schwierig, ohne Karte diesen Weg zu finden zum Teil. Er wird wahrscheinlich schon nicht so oft begangen und ich habe meine Begleiterin ausgeschaltet, wo mir den Weg sagt. Ich plane ja alles im Internet, zum Teil auf Komoot und zum Teil auf Outdoor aktiv. So, jetzt geht es wieder richtig berghoch. Auch hier sieht man, dass der Weg langsam verwächst. Ich habe so das Gefühl, dieser Wanderweg wird nächstens aufgehoben. Da vorne ist die Schallenbergstraße und ich komme von hier hoch, diesen Weg, und da geht es auch schon wieder ziemlich steil runter. Und ich gehe jetzt hier weiter auf. Zum Glück habe ich den größten Teil vom Aufstieg da im Wald. Sonst wäre das fast unmenschlich an dieser Hitze da. Wenn es dann wieder flach ist, ist mir dann egal. Oder auch nur kurze Stücke im Wald oder draußen. Das geht nur rauf, rauf, rauf. Puh. Aber zum Glück im Wald. Das ist ein bisschen kühler
und sobald ich aus dem Wald rauskomme, bin ich dann schon fast oben. Wäre sonst sehr schön da. Bis jetzt sind mir auch noch keine Leute begegnet. Jetzt habe ich fast die Höhe erreicht. Wir schauen, was rüber geht. Und da eine Aussicht ins Tal runter. Das muss ich natürlich dann wieder alles absteigen. Und da oben gibt es noch so eine lustige Kuppelbäume. Und ab und zu hat es Markierungen, aber ich muss wirklich sagen, es ist sehr schlecht ausgeschildert hierdurch. Ohne Karte, wenn man sich nicht auskennt, wäre das nichts. Ja, und auf der anderen Seite werde ich auch irgendwo durchwandern. Aber ja, da müsste ich auf der Karte schauen, wo genau. Ja, das ist das Emmental.